Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mein Lieblingsgetränk, besonders im Winter, vorstellen, und zwar einen frisch aufgebrühten Ingwertee. Also Ingwertee bekommen wir mittlerweile auch in Pulverform zu kaufen oder auch im Teebeutel, aber ich bevorzuge den frisch gemachten, selbst aufgebrühten Ingwertee und ich habe den so ein bisschen abgewandelt. Also Ingwertee ist gut gegen Erkältungskrankheiten, hilft bei kalten Händen, kalten Füßen, bei Verdauungsproblemen, ist schmerzlindernd. Und diese Knolle, ich habe jetzt hier schon mal einiges aufgeschnitten, diese Ingwerknolle, die vereint so ätherische Öle und gewisse Scharfstoffe, das sogenannte Gingerol. Und diese Scharfstoffe, die verleihen dem Ingwer diesen zitronigen, würzigen, scharfen Geschmack. Und außerdem sind diese Scharfstoffe entzündungshemmend, schmerzlindernd und werden auch in der chinesischen Medizin und auch in der ayurvedischen Heilmedizin gerne angewandt. Und seit Jahrhunderten wird da schon Ingwertee getrunken oder auf Ingwer herumgekaut. Das fände ich jetzt sehr, sehr scharf. Aber ich möchte euch jetzt heute meinen Ingwertee persönlich, den ich also persönlich bevorzuge, vorstellen. Ich habe jetzt eine ganz normale Teekanne. Man kann das natürlich alles jetzt auch in so ein Sieb machen, aber ich werde das jetzt mal so in die Kanne tun. Also einmal diesen aufgeschnittenen Ingwer. Dann gebe ich etwas Honig dazu. Ich habe hier also flüssigen Honig, diesen milden Akazienhonig, dann eine Zitronenscheibe, von einer Bio-Zitrone abgewaschen natürlich, und eine Orangenscheibe. Was ich auch sehr gerne mag, sind diese Kumquat, aber die konnte ich nicht bekommen, also tut es eine Orangenscheibe auch. Und um das Ganze noch ein bisschen aufzupeppen, mache ich noch ein bisschen frische Minze mit hinein. So, und das Ganze wird jetzt mit kochendem Wasser, das dauert jetzt eine Weile, wird es aufgebrüht und bleibt ungefähr so 10 bis 20 Minuten, zieht die ganze Geschichte und dann könnt ihr ihn trinken. Ihr könnt ihn auch kalt trinken. Und Ingwertee, also wer seinen Körper und seine Stimmung so ein bisschen auf Pep, also aufmöbeln möchte, da steht auch nichts dem im Weg, eine frische Tasse aufgebrühten Ingwertee zu trinken. So, und noch etwas Gutes hat dieser frische, aufgebrühte Ingwertee. Er wirkt unter anderem kalorienreduzierend und er wirkt auch appetithemmend, also dass wir nicht so viel Appetit haben. Also, vielleicht mögt ihr das ja auch und habt noch irgendwie eine andere Idee, wie man den zubereiten kann. Also ich finde, erstmal sieht das sehr schön aus in dieser Kanne. Und ich kann euch nur versprechen, es schmeckt wunderbar. Ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und bis bald. Ciao.